Heute zu Gast bei der Pension Oberanger beim Helmut. Guten Morgen, Helmut. Guten Morgen, Roland. Zunächst einmal danke, dass wir bei dir heute zu Gast sein dürfen. Jetzt stelle ich uns mal ein bisschen deinen Betrieb vor. Was macht es da alles? Also wir sind das Garnier Oberanger, das ist in Dorf Tirol. Wir sind eine kleine oder nennen wir es mal mittelgroße Frühstückspension mit 8 Zimmer. Wir haben einen Biohof mit dabei, also einen Obst- und Weinbaubetrieb, der was biologisch bewirtschaftet wird. Was genau ist denn jetzt gemacht worden mit der Finanzierung? Es war ja, glaube ich, vor allem der baubiologische Umbau auch von den Zimmern davon betroffen. Genau. Also mir ums Haus ist 45 Jahre alt, ist von Grund auf jetzt erneuert geworden. Im Gästebereich und da unten ist der Frühstücksraum, das ist komplett entkernt geworden. Also alles auserkämmen, die ganzen Leitungen, Wasserleitungen, Stromleitungen, es ist alles neu. Der Schwiegervater ist ein bekannter Baubiologe und ist alles mit baubiologischen Prinzipien errichtet geworden. Also sprich, wir haben alles mit Kalk gemauert, mit Kalk verputzt, mit Kalk gemahlen. Die Zimmer sind überall Naturholzböden. Die Möbel sind alles Vollholzmöbel, also auch der Boden ist schwimmend verlegt, also nichts mit irgendwelchen Klebestoffen und so weiter ist da passiert. Also wir haben sehr, sehr großen Wert gelegt, dass das auch authentisch mit unserer biologischen Landwirtschaft ist. Wie bist du zu Ethical Banking gekommen und was haltest du von der Art von Finanzierung, wo ja der Sparer eigentlich mitentscheiden kann, wofür sein Sparergeld eingesetzt wird? Also zu Ethical Banking bin ich eigentlich über zwei Wege, sagen wir mal so, gekommen. Einmal habe ich die Roland bei einem Bioland-Seminar kennengelernt und dann hast du mir über das berichtet, habe das eigentlich aber damals nicht so recht wahrgenommen, aber irgendwie ist trotzdem im Hinterkopf geblieben. Und dann habe ich meinen Musikkollegen in Leimer Jakob, der ist Direktor von der Raiffeisenkasse Baseier, und habe ihm nochmal umgesprochen drauf, wie das mit dem Ethical Banking funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, das trifft dich ja ganz gut, da gibt es den Roland, der das macht. Und irgendwie ist mir das noch wieder eingefallen. Das ganze Prinzip, wie es das sozusagen aufbaut, das hat mir noch sehr gut gefallen sozusagen, weil mir eigentlich in der Meinung bin, dass wir genau eigentlich in das Schema passen. Zu uns gekommen ist jetzt die Marlene. Du betreust ja den Bereich, sagen wir mal, von den Gästen, Frühstückspension und so weiter. Was schätzen die Gäste am meisten bei Enkta? Also als erstes einmal das Familiäre. Das ist bei uns auch schon gewesen. Sie sind deswegen gern zu uns gekommen, weil einfach die ganze Familie da ist. Wir dienen sie auch gern. Also das merken sie einfach, sagen sie halt eben. Ich kann mir vorstellen, dass man die Leute nach dem Frühstück schwer wegbringt. Also wenn man sieht, wo wir da sitzen, das ist ja dann der Frühstücksbereich, ja, für die Leute. Ja. Ich glaube, da wird es schon auch sehr oft hören, wie das einfach eine angenehme Atmosphäre, ja, ist. Also ja, Blick auf Meran. Ja, sie schätzen es schon. Also sie genießen die Ruhe und die Aussicht halt. Und also so sind sie schon, nachher halten sie sich schon eine Weile auf am Frühstück. Genießen sie schon, ja. Ja, Marlene, wir sind um 70 geheiratet und nachher sind wir gleich angefangen und haben die Pension da geführt. Und die Leute sind 3-4 Wochen geblieben, länger geblieben, haben es familiär gesucht und ich habe die Arbeit auch ganz gerne getan. Und ich glaube, du machst sie auch gerne. Ja, also gern tue ich sie wirklich. Und seit Kind bei den Gästen merken sie ja, dass ich es gern tue. Und jetzt 3-4 Wochen bleibt fast niemand mehr, 3-4 Tage vielleicht. Ja. Und die Leute, die zu uns herkommen, die suchen einfach die Ruhe, die Aussicht schätzen sie, die Regionalität, die wir da bieten. Wir haben alles neu ausgebaut, wir haben wieder ganz viel Holz verwendet in die Zimmer und alles. Aber zusätzlich haben wir einfach versucht, ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Mhm. Ja, ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich glaube schon. Das macht es gut. Ja, hier ist, jetzt sind wir da in unserer Wiese da, mit ein paar Bäumen im Hintergrund. Jetzt erzähl du mir mal ein bisschen, wie das mit dem biologischen alles zusammen angefangen hat. Ich habe 1994 habe ich mit Baubiologie angefangen, mich zu interessieren. Und habe auch gesehen, dass eigentlich ein paar Spritzmittel identisch sind mit zum Beispiel Holzschutzmitteln. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich komisch. Bei den Holzschutzmitteln sagen wir, das ist halt giftig. Und wir spitzen das da mit lachenden Gesichtern in die Bäume ein. Und dann hat das eigentlich angefangen. Aber nachher ist natürlich der Umfang, ist jetzt so, wie ich es sage,
Ist so einfach ist er nicht gewesen, gell? Mhm. Weil dann haben wir mal die ganzen Kollegen, die haben dann alle gesagt, jetzt ist doch hier das Narrat geworden. Also zuerst so mit der Baubiologie auch Narrat. Ja, und nachher habe ich angefangen und nachher nicht mehr, jetzt können wir schauen, wie geht das zu. Und dann haben wir natürlich alle in Sechsen um natürlich einen Mordsfrei gehabt, aha, biologisch. Da wollen wir gerne mal Ei raufeln in den Baum. Und das ist nachher auch so gewesen, gell? Und dann haben wir erst gefragt, was kann mir es tun gegen die Leis und gegen die Spinne und was weiß ich. Gegen alle Schädlinge. Wir haben ja nichts gehabt. Wir haben keine Beratung gehabt. Nachher haben wir halt angefangen, Wermut operieren und Ackerschachtelhalmen und Brennnesseln sieden und all solche Sachen. Die Leute haben natürlich gelacht, haben überall hat gekocht nach Ackerschachtelhalmen und nach Katzen schlafen. Zuerst ist das ökonomisch nicht gerade ein großes Glück gewesen, gell? Haben wir nicht schon ein paar Watschen gekriegt, sei es im Weinbau, auch im Obstbau. Du, wie ich das sehe, wie es weitergeht, also haben wir ja oft schon auch miteinander geredet, aber ich glaube, dass biologische Landwirtschaft, zumindest dort bei uns, wie wir als hergerichtet und mittlerweile als haben, die Zukunft einfach das sein wird, dass auch die Pflanzmaterial, also sprich schorfresistente Sorten in Obstbau und pilzwiderstandsfähige Reben im Weinbau, dem sehe ich irgendwo die Zukunft. Auf alle Fälle sehe ich in der biologischen Landwirtschaft und Zell zeigt sich ja alleweil mehr ein Riesenpotenzial und ich auf alle Fälle habe eine Freude, dass es so weitergeht und dass wir das miteinander so gut hinkriegen. Und dann glaube ich, wird es für die Zukunft auch eine ganz tolle, stimmige, authentische Sache werden. Helmut, wir sind jetzt hier am Swimmingpool von Enker Schirngarnie. Sag mal, wie werden der so von den Gästen? Martin, müssen wir die Frage gerade da stellen? Ich habe da viel zu heiß in der Blackhead, den Sonn da. Wie, Roland? Hast du zu warm? Ja. Dann gib gleich das Mikrofon einmal mir. Ja, nachdem der Roland jetzt im Wasser drin ist und seine endgültige Abkühlung jetzt gefunden hat, mache ich die Verabschiedung. Ich bedanke mich, dass ich heute ins besucht habe und den tollen Film gedreht habe. Und nachdem der Roland irgendwann wieder angedruckt sein wird, gibt es das nächste Video. Ich kann mein Kind ist nur früher.